So, moin meine lieben Gedächtner draußen. Ja, die Kamera ist schlecht, ich sehe es. Ja, wir sind am Umziehen und ich muss mit dem alten Schlapptop hier jetzt aufnehmen tatsächlich. Warte mal, ich drehe mal ganz kurz den Mikrofonpegel ein bisschen runter. Ja, Schlapptop muss ich aufnehmen und alles so provisorisch jetzt noch. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Wir nehmen The Sign auf. Ja, Episode 5 ist raus seit Freitag und wir haben heute Dienstag und jetzt erst die Zeit gefunden, da, wie gesagt, Umzug, Arbeiten ist alles ziemlich schwer unter einen Hut zu kriegen. Ja, wir sind gespannt, wie es geht. Und erstmal sowieso gespannt, wie viele Folgen ich jetzt bis zum Umzug überhaupt rausbringen kann. Ich versuche diese Woche 3 hochzuladen. Da, ist die Kamera. 3. Mal gucken, wie es geht. So, Episode 5. Macht euch bereit für das große Finale. Wer hat Serena vor 15 Jahren getötet? Wer steckt hinter dem Mord an Jonathan? Mich. Und Kiaras Entführung. Wird Hannah den Konflikt mit ihren Psycho-Mitbewohnern lösen? Und gelingt es dir, den Mörder rechtzeitig zu entlarven und damit den Fluch zu brechen? Ja, mal gucken, ob uns das gelingen wird. Auf jeden Fall werden wir es in dieser Folge noch nicht sehen. So, das letzte war ja tatsächlich, dass wir gedacht hatten, dass unser Prof damit was zu tun hat. Aber er wurde ja auch entführt. Oh. So, Organparty. Da ist er. Wie ist das möglich? Das ändert alles. Prof, fuck. Wie kann das nur sein? Ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit. Der Prof ist unschuldig. Ach ja, jetzt auf einmal wissen sie es alle, ne? Mhm. Boah, das leckt ziemlich. Verdammt, was mache ich jetzt nur? Kiara, ist sie eigentlich entkommen? Ist er ansprechbar? Ach ne, sie hat ihn ja gefunden. Stimmt ja, sie hat ihn gefunden. Ist er ansprechbar? Ich muss hier mit der Maus rumrühren. Ich habe hier keine anständige Maus. Ist die Zelle verschlossen? Kannst du ihn von seinen Fesseln befreien? Vielleicht hat er es aber auch nur so getan, als wäre er das. Ne? Denkt an Saw, wo der Mörder eigentlich die ganze Zeit als Leiche im Raum mit drin lag. Er liegt mitten in der Zelle und er reagiert nicht. Ich komme nicht an ihn heran. Da ist bestimmt irgendwo eine Säge, wo du deinen Fuß absägen kannst. Hoffentlich ist er es nicht. Ist er nicht? Ist er? Tot? Wartet! Er bewegt sich. Na, dann ist er schon mal nicht tot. Das ist schon mal gut. Er kommt zu sich. Oh, süß. Er guckt uns an mit seinen süßen kleinen Professoraugen. Er ist ein Knuddel, ja? Ja, finde ich schon. Was passiert jetzt? Hat das Spiel jetzt einen Hänger? Oder? Nee, neu hier. Emily. Der Dreck unter meinen Schuhen ist mehr wert als du. Du glaubst, du weißt, was Leid ist. Du weißt nichts. Hä? Emily, was willst du denn von mir? Hör mal. Du Bitch. Oh, Alter, guck doch mal die Bilder an hier. Was für ein gruseliges Kind. Ich bin gerade komplett raus. Weiß jemand noch, wer Emily war? Ich habe es irgendwie total vergessen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Man kann sich ja nicht alles merken, ne? Offensichtlich ist sie wohl tot. Hate. Alter Vater, das sind aber coole Bilder. Ja, ich find's cool. Das ist nicht so cool. Hier, das wäre so geil für das Screenshot-Dingens, ne? Emily, ich komme da nicht drauf, wer das war. Nein, komme ich echt nicht drauf. Komm, wir liken die. Du bist cool. Du weißt gar nichts. Was willst du von mir? Das kannst du morgen der Polizei erzählen. Ach! Natürlich! Mein Gott, ja, die Mitbewohnerin, ihre Psycho-Seite. Oh Gott, das hat gedauert. Lass meine Schwester in Ruhe. Hannas, du steh doch da. Hannas durchgeknallte Mitbewohnerin. Die scheinbar böse Seite von ihr. Ich soll sie in Ruhe lassen? Nein, Tomji, dafür ist es zu spät. Wenn Hannah nichts mehr hat und merkt, dass ich das Einzige bin, was für sie bleibt,
dann kann sie in Ruhe in ihrer Abhängigkeit von mir verrotten. Böses Mädchen, böses Mädchen. Hat es dir die Sprache verschlagen, du Wurm? Dafür kommst du in die Hölle. Du bist krank, du benötigst dringend Hilfe. Leg dich bloß nicht mit mir an. Nix sagen. Komm, sie ist krank. Wir sagen, sie ist krank. Du bist total krank, ey. Voll beleidigt, du bist krank. Ja, ich weiß. Das weiß ich genau. Du mieser Dreckskerl. Du wirst mir Hannah nicht nehmen. Ich werde dir zeigen, was Verzweiflung heißt. Böse, böse. Höre nun gut zu. Du hast genau 24 Stunden Zeit. Sorg dafür, dass deine Schwester sich morgen um 21 Uhr mit mir in unserer WG trifft. Und solltest du noch einmal ein Keil zwischen uns treiben, wird das schreckliche Konsequenzen haben. Für Hannah und für dich. Böse Drohung, leere Worte. Was ist das denn? Alter, ist das freaky, ey. Meine Fresse, ist das freaky. Ach, weißt du, kannst sie behalten. Ich würde mich ja zu gern weiter mit dir unterhalten, aber deine Zeit drängt. 24 Stunden. Oh. Hör mal. Flupp. Emily, war nett mit dir zu plaudern. Finde ich so. Okay. Organparty. Er hat es geschafft, bis zum Gitter zu kriechen. Ich konnte ihm das Klebeband entfernen. Es ist wahr. Der Prof ist unschuldig. Ja, was soll der auch anderes sagen? Jo, ich war alles. Es war genau wie bei mir. Er wurde vor seiner Wohnung überrumpelt und ist hier erst wieder aufgewacht. Und von seinem Handy fehlt jede Spur. Helmut, liest du das mit? Wie hat dich Helmut gesprochen, der? Ja, ich habe mein Team bereits in der Leitung. Oh Gott, diese verzerrte Stimme, ich kann sie hören. Ich glaube, er kommt immer näher. Verdammt, was mache ich jetzt? Du musst den Prof irgendwie da rausholen. Ja, ihr müsst sehen, dass ihr da beide rauskommt, oder? Verschwinde und such den Ausgang. Und den Prof ganz alleine hier lassen? Ja. Der Prof sagt das auch. Ja, was soll er sonst? Ja, er macht natürlich jetzt einen Helden. Aber ich kann ihn doch nicht zurücklassen. Doch, das kannst du. Gewiss, mein Kind. Ich versuche ihn irgendwie von diesen Fesseln zu befreien. Hätte ich nur irgendetwas, um sie zu durchschneiden. Ja, da liegt bestimmt irgendwo, du bist auf Scherben getreten. Vielleicht hast du ja noch einen im Fuß. Mit Blut. Okay, achso, guck mal hier neu. Was haben wir hier neu? Was haben wir neu? Tina. Ach, das war jetzt die normale Seite von uns. Von ihr. Okay. Oh Gott, was hast du getan? Du hast Emily verärgert. Das hättest du nicht tun dürfen. Ich habe sie noch nie so wütend erlebt. Wir müssen Hannah warnen, wir beide. Bevor es zu spät ist. Ja. Okay, was ist hier los? Warum passiert jetzt so einfach mal gar nichts mehr? Das Spiel will gerade nicht mehr so wirklich. Irgendwas will hier nicht so. Neu. Tina, du.
Ja, eigentlich hier ganz, ganz schnuckelig soweit, ne? Aber dennoch ein bisschen Gaga im Kopf, ne? Bisschen Gaga im Kopf. Naja, sind wir nicht alle ein bisschen Gaga im Kopf? Haben wir eben Dislike gegeben und Pluslike? Wieso haben wir das denn gemacht? Das haben wir doch niemals gemacht. Ach so. Tomji, du bist heute echt langsam, ne? Ich kann diese scheiß Fesseln nicht lösen. Ich finde einfach nichts, um sie zu durchschneiden. Verdammt, der Prof kommt hier einfach nicht raus. Ja, wir haben da ehrlich gesagt, du sollst hier verschwinden. Ich kann ihn doch nicht zurücklassen. Doch, doch. Du hast keine andere Wahl. Wärst du jetzt erwischt, kannst du ihm auch nicht mehr helfen. Da hat er recht, Cedric. Das erste Mal, dass du was Gutes gesagt hast. Wie lange die sich Zeit nehmen, ne? Sie kann die Stimme schon hören, aber er geht in Zeitlupe. Ich komme jetzt, Chiara und Professor. Na gut, ich versuche den Ausgang zu finden. Wenigstens habe ich meinen Fuß verbunden und hinterlasse keine Blutspuren mehr. Blutspuren, ja, ja. Diese Scherbenlauferei, ne? Ihr merkt, mein PC hängt hier total, ne? Das ist hier mal ein Schlapptop, sag ich ja. Das ist mein Schlapptop. So, das war eine gute Idee, Tomji. Dankeschön. So, meine Kinderchen. Ich denke, das reicht erstmal für heute. Wir haben, glaube ich, erstmal genug erlebt und viel Abenteuer. Und zwar das mit Tino und Emily. Fand ich ziemlich spooky so ein bisschen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich versuche wirklich noch zweimal diese Woche hochzuladen. Wie gesagt, es ist echt schwierig, gerade Umzug steht bevor. Deswegen ist meine ganze wunderschöne Wand ist alles weg. Die Kamera ist echt kacke. Ne? Und wir sehen uns. Ciao.